So Leute, hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, ne? Ja, also ich bin mal vorweg, ganz ehrlich, bei Instinct 3 hier, der Laden, ey, ich kann so viel Placements machen, wie ich will, ich krieg die Mäuler hier nicht gestopft, ja. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, komm, nimmst deine Anteile und haust rein, war jetzt hier noch bei Herrn Lidl, habe ja so einen Doppeltoast hier mir gerade gemacht und macht ein Internetcafé auf, weil, ne, was braucht die Menschheit 2020? Genau, Internet. So, anfangen. Ja, mit Kredit, ne? Komm, wir nehmen direkt Kredit auf. Kaffeename. Bierbrunnen. Oh no. Anfangen. Dieses Hotelzimmer, für das die... Oh, scheiße. Also, dieses Hotelzimmer, für das Sie gemietet haben. Sie können hier essen oder schlafen. Sie können dem Schild auf dem Bildschirm folgen, um zum Arbeitsplatz zu gelangen. So, also sagen wir hier. Warum ist er nicht Falco? Besser. Also wir sind jetzt hier in Spandau. Und ja, ich habe auch mein Haus verkauft. Tamina, die Nummer ist auch vorbei. Auf jeden Fall, all mein Geld pumpe ich jetzt ins Internetcafé. Vielleicht auch für diese ganzen, hier, Generation X, Omega, Beta, Z. Was ist überhaupt ein Internetcafé, ne, nicht wahr? Also früher war es so, da musste man sich zu Hause ins Internet einwählen und dann lief die Uhr, Alter, und das hat pro Minute gekostet. Und früher hatte auch wirklich nicht jeder Haushalt Internet. Also, ne, anfangs die wenigsten. Aber in einem Internetcafé konntest du hier 50 Cent ballern für eine halbe Stunde. Ja, das war geil. Schön Browser-Games zocken. Galaxy Wars, O-Game, die ganze Scheiße, ey. Knuddels. Okay, hier geht's raus. Aua! Nach Spandau. Ja, also uns erwartet wieder nur Gutes, nicht wahr? Ah, hier, guck mal, Ronny. Moin. Ey, guck mal, Henning, Alter. Henning! Piss dich aus dem Weg. Ey, kennst du mich nicht mehr? Ja, seitdem Instinct vorbei ist, ignoriert er mich. So. Ja, das ist spannend aus, erkenne ich direkt. Da hinten scheint Puff zu sein. Bierbrunnen. Bierbrunnen SP. Geil. Ach du Scheiße. Wie sieht's denn hier aus? Hier, nehmen wir direkt mal einen Besen, wa? Space. Machen wir mal an die Röhre. Also. Zamazo. Everything you need. Klimaanlage. Oh, eine Arcade-Maschine, Deckenventilator, Spielkonsole. Spielkonsole wäre, glaube ich, echt gut. Poster, das ist wichtig. You can't pause online multiplayer. Das sind so eine Hartz-IV-Sprüche, ne? Oh, hier, wenn man so richtig die... Ja, guck mal hier. Oh. Ist das jetzt hier in der Liefer... Yo, mein Poster ist da. Oh, hängen wir hier. Cyber... Cyber. Was ist das für ein Buchstabe? G? Ein großes G? Cyber Gunker? Ja. Einmal frei. Gamer. Play and win. So, jetzt haben wir ein paar Poster. Aber wir brauchen noch, was Gamer wollen. Das sind hotte Bitches. Kaufen. Ich war. This is not a joke. You're the. Oh, echt? Ich bin der 100.000. Besucher auf dieser Seite. Hä? Verarschen die mich? So, was brauchen wir denn? TV-LCD. Es ist Zeit, auf riesige Bildschirme umzusteigen. Nee, hier, guck mal, Röhre. Schöne Röhre. Wir müssen auch erstmal ein bisschen aufs Budget gucken. So, dann brauche ich eine Konsole. 1300 Game-Konsole Jet. Brauchen wir aber noch einen Stuhl. Wo ist so ein Klappstuhl? Nee, Hartplastik. Boah, schön. Und dann nehmen die Pulle Aquavit. Dann brauchen wir jetzt noch einen Tisch. Tabellen? Ach so, falsch übersetzt. Ja, man kennt's. So, der Tisch. Geil. Da kann man aber die Beine nicht, warte mal, habe ich den jetzt... Ehre. Dann haben wir hier. Ah ja, der.
Plastiktisch. Jawohl. Ja, da sehe ich. Da sehe ich die Leute, meine Gäste. So, hier kommt eine heiße Fische hier hin. Guck mal, Hello Gamer. Ach, jawohl. Das Röhrengerät. Hä? Ist der zu fett? Ist der nicht für Konsole gedacht? Tabellen. Was ist denn der? Der ist auch billig. Lang lebe. Ey! Oh. Naja, jetzt wo ich Single bin. Ja, kann da jetzt der Fernseher drauf? Scheiße. Na gut, aber ich habe ja noch Verwendung. So ist ja nicht. Naja, das wird ein guter Laden. Einwandfrei. Dann hole ich mir jetzt einen Tisch, eine Tabelle, extra nur für Konsolen. Game Console Table. Da muss ich von der Junge Lack gesoffen. So. Jawohl. Ja, man merkt, der Tisch ist extra dafür da. So, Fernseher. Ich raste aus. Jo, der wird ja wohl auf den Tisch passen. Meine Fresse. Ich raste völlig aus. Warum geht das nicht? Was ist das für ein Dreck? Brauche ich irgendeinen bestimmten Fernseher? Einen Konsolenfernseher? Das ist wieder so ein Röhrending. Das passt doch niemals. Oh, nur noch Fernseher, dann läuft es hier! Jetzt aber. Also, das ist meine Kindheit. Versteht ihr das? So, jetzt kaufe ich hier noch so Fertig-PCs für den Raum nebenan und dann können wir aufmachen. Die Leute werden es lieben. Einwandfreies Spiel bis dato. Macht richtig Spaß. Spiele? Half-Life 3. Oh, Ziffer 20. Ach, das war wirklich Cyberbunker. Warstar. Medifall. Bug Royale. So, jetzt Diablo 4, ey. Bug Royale hat mich abgeholt, weil da kommen Erinnerungen hoch. So, wir machen jetzt mal Open, Alter. Ist ein schöner Laden geworden. Ich meine, hier sind die PCs, hier ist die Konsolenecke, Warstar, Medifall. Oh! Oh, hallo! Schönen guten Tag. Der geht erstmal zocken. Wow! Hä? Ah! Nein, ihr macht ja alles kaputt! Also sofort raus hier, oder ich hol den Basie. Raus! So, Alter, was habt ihr hier für... Also das war ja... So ist doch besser. Ja, man lernt ja aus Fehlern. Ist ja klar. Ne? Ich setze mich hier in meinem Rechner, guck ein paar Pornos. Oh! Hallo! Jawohl! Er freut sich übel. Oh, er auch! Jo, das ist GTU. GTU 6. So, ey. Bezahlen. Bezahlen. Ach so, links unten. Hä? Wie, Döde? Was? Der kann doch nicht einfach hier reinkommen und dann abhauen. Arschloch. Oh, du bezahlst aber. $93. Oh, da kommt der Schlägertrupp. Was machen die, Alter? Nee, das nicht schon wieder. Du bleibst schön hier, Arschloch. Gib's mir dein Geld, Penner. Gamer, boah, brauchen so eine Webcam, ey, dann könnt ihr direkt auf Twitch streamen. Computers. Ah, hier steht, was die bringen. Guck mal, da ist gerade einer dran. Ah ja, guck mal, die bewerten das auch. Ey! Das schadet ja aber beim Image. Joel, du passt hier nicht rein. Gehen Sie bitte raus. Hey, hallo. Du verdammtes Arsch. Verpiss dich. Raus jetzt. Raus jetzt. Store. Ach komm, hier sind die Bewertungen. Es ist etwas zu heiß an diesem Ort. Ich fing an zu schwitzen.
Der Kaffeebesitzer schlug einen wehrlosen Obdachlosen zusammen. Skandal. Es ist doch gelogen! Betrunkene kommen herein und sein Ziel war es, uns zu verletzen. Der Besitzer des Cafés hat sie neutralisiert. Herz. 5 Sterne, jawohl! Internetcafé, aber keine Spiele zum Spielen. Lull. Etwas zu heiß. Ja, denen ist das hier alles ein bisschen zu heiß. Ey, das sehe ich doch. Hey. Denkst du, ne? Bist du dumm, Junge? Glaub, es geht los, ey. Also, es ist zu heiß. Das heißt, wir bestellen jetzt Klimaanlage. Und wir holen uns ein Security. Bei mir reicht das. Ich kann hier nicht 24/7 parat stehen und die Leute zusammenschlagen. Das muss wer anders machen. Oh, das ist der Bodyguard jetzt. Geil. So. Oh, jetzt kommen hier aber die Ladies. Oh. Mädelsabend. Pyjama Party. Prosecco. Oh. Was sagen denn die Leute über meinen neuen Security? Schauen wir doch mal rein. Es könnte besser sein, wenn sie die Anzahl der Spieler erhöhen. Ich bin unzufrieden. Toki Toki Café besser als... Was? Gibt Konkurrenz? Mitteilung. Wasser, frisches Wasser. Sende den Hamburger. Sende das Wasser. Was? Ach so, die wollen fressen. Die wollen fressen an ihren Geräten. Deswegen hauen die auch immer rein wahrscheinlich. Dann brauche ich einen Koch. Warte mal, Arbeitskräfte. Brauche ein paar mehr Spielelizenzen. GTU 6 und Ziffer 20 ist halt sehr Mainstream. Ich glaube, das wird auch gut. Ah, Küche. Nice, da ist er. Alter. Ich ja Luigi, ey. Küche. Koks? So. Hamburger und Cola. Klar. Hamburger. Hä? Die können Sie bequem bestellen. Küche. Ah, ich muss erst die Burgerbrote kaufen. Fleisch. Cola. Cola. Hamburger. Schnell, bevor die wieder reinhauen. Uli. Gut. Fuck, welcher war das jetzt nochmal? Nein, hier. Nein! Eine Cola. Desktop 01. Desktop 02 ein Hamburger. Hier. Und eine Cola für einen anderen. Jawohl. Bitteschön. Oh, Energie, Alter. Ah, muss ich mir angewöhnen. So. Schön Dings. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ich hab den umgeworfen. Ah, oh, nein. Nein. Ich schlage nicht vor. Ich mag nicht. Ich gehe unglücklich. Vielleicht wirst du zufrieden. Ey, was sind das? Warum? Ich bring den sogar Essen. Diese undankbaren... Okay, ich würde sagen, es läuft hier erstmal. Hier passiert ja alles automatisch. Und ich schaue mich hier jetzt einfach noch ein bisschen um. Weil hier scheint ja gut was los zu sein. Wo ist dieses Toki Toki Café? Warte, dann nehme ich den Basie mit. Weil dieses Toki Toki Café, das muss ich mir mal ansehen. Da hinten ist was. Oh, ich weiß aber nicht, ob das Toki Toki Café ist. Auch zugemauert, oder? Nee. Oh! Ist das Toki Toki Café? Deswegen bin ich nicht gekommen. Lassen Sie das bitte. Ich... Das ist eher unheimlich, muss ich sagen. Sind Sie Toki Toki? Nee. Wo ist denn der Geschäftsführer? Ich bin ehrlich, falls das Toki Toki war, ich bin geliefert, dann würde ich jetzt sagen, ich mache hier mein Ding so gut es geht und vielleicht ziehe ich in eine andere Stadt um. Müssen wir mal gucken, ne? Ich verabschiede mich, mache hier nur ein bisschen Geld. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.